8:45 Uhr, bin jetzt hier nirgendwo angekommen, hier ist die Polizei gerade. Und randaliert hier rum, macht die Zelte kaputt und räumt Bodenstrukturen, macht Zelte kaputt und sowas. Die Polizei ist halt gerade nirgendwo und ich soll mich nicht dem Camp nähern. Der hat gar nicht nach meinem Presseausweis gefragt oder so. Wahrscheinlich damit hier nicht die Zerstörung. Ich gehe mal um die rum, um mal wieder hinzukommen. Einfach mal hier unten alles kaputt. Ich wollte eigentlich noch drüben, aber das ist gerade wichtiger. Menschen sitzen in Bäumen und in Baumhäuser, ganz viele Baumhäuser und ich hoffe, dass alle so weit nach oben geschafft haben. Der haut hier alles kurz und klein. Macht schön die Folien kaputt. Auch in der Umgebung sind die am Aufräumen, in Anführungsstrichen. Okay. Hat hier eine Rauchbombe gezündet worden.
1, 2, 3, 4. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Okay, wir sind der Ground Support. Wenn man es hört, es noch nicht so nach ganz viel Support an heute Morgen. Coffee black, cigarette, along the day. You will feel okay. Oh, man, noch was so. Ground Support, seid ihr hier? Gibt es hier echt Ground Support? Wow. Und wir wollen hier den Wald schützen. Und diesen Wald zu roden ist vor vielen, vielen Jahren beschlossen worden. Und da gab es noch gar nicht diese Klimakatastrophe in diesem Ausmaß. Und wir kämpfen seit Jahrzehnten. Und der Politik ist alles scheißegal. Wir haben den Teutoburger Wald, wo ich herkomme, sind alle Fichten abgestorben. Alle Tannen sind tot. Und hier ist ein intakter, wunderschöner Mischwald. Und dieser Wald soll jetzt vor einer Autobahn geräumt werden. Und diese Verträge, die dürfen angeblich nicht gebrochen werden. Aber das Pariser Klimaschutzabkommen, das darf gebrochen werden. Was ist denn das? Spiegel Online hat vor 2 Tagen geschrieben, wir müssen die Gesetze ändern. Wir haben Strukturen geschaffen, die es unmöglich machen, das Überleben auf dem Planeten und den Klimaschutz zu gewährleisten. Und wir protestieren seit Jahrzehnten friedlich. Und es hat sich nichts geändert. Und deshalb rebellieren wir hier. Aber wir rebellieren friedlich. Wir bauen Baumhäuser. Wir malen Banner. Wir lassen uns wegtragen. Denn es geht um die Zukunft unserer Kinder und eurer Kinder. Und deshalb sagen wir, are we a sailing? Is give peace a chance? Are we a sailing? Is give life a chance? Are we a sailing? Is give peace a chance? Are we a saying? Is give peace a chance? Wir wissen, dass ihr Polizisten wahrscheinlich die seid, die am meisten mitkriegen, was hier im Hambi passiert. Es gibt unterschiedliche Leute hier. Es gibt auch unterschiedliche Polizisten und wir wollen vor allen Dingen euch auch erreichen mit der Botschaft, warum wir hier sind und dass der Planet im Bach runtergeht und dass die Wissenschaft eindeutig sagt, wir dürfen keine Bäume mehr fällen, wir müssen aufhören. Ihr kennt das alles, ihr braucht euch nicht von mir belehren zu lassen, aber darum sind wir.